Oh, läuft die Aufnahme schon? Ich bin gerade in der Küche, weil ich habe das Headset nämlich aufgeladen und das Aufladekabel ist in der Küche. Ich bin auch noch gar nicht so weit. Ich wollte noch, warte mal, was wollte ich denn machen? Achso, ja, genau, ich wollte mir noch was zu trinken machen. Und zwar brauche ich dafür hier diese schöne Flasche, ja. Und dann brauche ich, oh, ich habe noch eine reine Banane. Gut, die ist auch schon ziemlich braun. Gut, das liegt daran, ich gehe montags einkaufen. Jetzt ist Sonntag. Aber das ist ganz gut, wenn man dann am Sonntag die letzte Banane isst. Also wäre es abgezählt gewesen. Dabei greife ich immer nach einem. Dabei greife ich eigentlich immer nur spontan nach irgendeiner Staude, die halt nett aussieht und zähle die Banane nie ab. Ja, ich habe die Banane jetzt mal geschält. Und jetzt mache ich sie, jetzt breche ich sie in kleine Stückchen. Mache sie hier in das Fläschchen. Eine kleine Prise Zucker dazu, so. Oh, ich höre Hintergrundmusik. Das bedeutet, das Spiel ist inzwischen fertig geladen. Oh, ich muss mich beeilen. Ich wollte mir noch, ich fülle die Flasche jetzt mit Milch auf. So, ja. Immer schön bis ganz oben, ja. Ja, in die Flasche passen 1,5 Liter. Das heißt, zwei Tüten Milch, nee, eine Tüte Milch, mit einer Tüte Milch kann ich da zweimal machen. So, jetzt mache ich da nämlich so einen kleinen Häcksler dran. Damit verschraube ich die Flasche. Und hier ist jetzt mein Mixer. So. Und dann will ich mir da mal ein ganz gesundes Essen draus machen. Ach, was heißt Essen? Trinken meine ich natürlich. So. Und jetzt habe ich einen Smoothie. Also aus Banane und Milch halt. So. Erstmal muss ich natürlich hier direkt wieder. Die guten Messer, die kann ich ja nicht in die Spülmaschine stellen. Oder? Kann ich das eigentlich? Keine Ahnung. Ich mache sie auf jeden Fall immer direkt nach der Verwendung wieder sauber. Ich habe sie noch nicht in die Spülmaschine getan. Und jetzt habe ich. Ah, sehr gut. Das ist gut. Sehr gesund. Banane und Milch. Ach ja, das Spiel ist ja schon geladen. Sehr schön. Dann will ich mal kurz schauen. Ach, den Tagesplaner, nee, den mache ich doch. Ah, apropos, neuer Tagesplaner. Durch den alten Tagesplaner habe ich genug Diamanten bekommen, um mir jetzt endlich hier den Schlüssel zu holen. Ja. Nee, nicht den für Geld, den für Diamanten wollte ich kaufen. Danke. So, und jetzt bekomme ich mal ganz viele Sachen. Ja, dann einsammeln. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich das alles eingesammelt habe. Ja, das ist ja schön, was man da alles bekommt. Eieiei. Ja. Und wie viele Schokofroschkarten waren das? Ey, ich will die Schokofroschkarten sehen. Na gut, dann will ich mir auch noch ganz schnell die Erfahrungspunkte holen. Ja, ach Quatsch, Erfahrungspunkte. Energiepunkte. Ich habe jetzt natürlich schon eine ganze Menge Energiepunkte schon erhalten. Das wird auf jeden Fall für die nächste Lektion reichen. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass man irgendwelche Energiepunkte verkommen lassen muss. So, und jetzt kommt noch. Wie? War nur einer? Ah, und noch eine Bonuskarte. So, ah ja, das sind noch ein paar mehr, als ich dachte. Ja, ich sammle sie einfach mal ein und bekomme ich noch einen Energieboost. Tatsächlich, und noch einen Energieboost obendrauf. Und ich kann hier eine Karte reparieren. Dann meine ich natürlich auch noch gerade. So, wen bekommen wir denn da? Ja, mach's nicht so spannend. Wer ist das denn? Die kenne ich ja gar nicht. Tillytook! Eine britische Hexe, die während des Zwischenfalls in Ilfracombe mehreren Muggeln das Leben rettete. Okay, hab den Namen nie gehört. Ich kenne die Geschichte von ihr nicht, aber danke. So. Was machen wir denn jetzt? Ach, der Mixer! Gut. Dann wollen wir mal zu Professor Sekondi gehen. Unser heutiges Thema ist der Mixer. Ja, was ist denn ein Mixer? Wenn ich Wikipedia frage, führt mir Wikipedia erstmal zum Küchenmixer und nochmal einen Schluck trinken. Und der Küchenmixer hat drei verschiedene Versionen. Einmal das Handrührgerät, der Pürierstab und der Standmixer. Was davon ist das denn jetzt? Ich schaue mir mal an, ob es dazu Bilder gibt. Nee, das Handrührgerät ist definitiv nicht. Der Pürierstab ist es auch nicht. Dann bleibt ja nur der Standmixer, genau, also. Ein Standmixer oder einfach Mixer ist ein elektrisch betriebenes Küchengerät zur Mischung flüssiger bzw. halbfester Zutaten oder zum Pürieren von Speisen.
Im Gegensatz zu für vergleichbare Zwecke eingesetzten Pürierstäben handelt es sich um Standgeräte. Der amerikanische Begriff ist Blender. Im Deutschen werden gastronomische Standmixer zum Mischen von Cocktails oder in Saftbars so bezeichnet. Das heißt, meine Milch ist jetzt ein Cocktail. Ui, ist aber ohne Alkohol. Der Standmixer wurde 1922 von Steven Poplawski entwickelt. Er benutzte das Gerät, um Soda-Mixgetränke herzustellen. Ah, also doch keine Cocktails. Fred Elsius verbesserte 1935 Poplawskis Erfindung, als er daraus den Waring Blender entwickelte. Okay, mal schauen, was uns jetzt die Condé dazu zu erzählen hat. Ich bin soweit. Erklären Sie uns doch mal, was Mixer ist. Hoffentlich freuen Sie sich so sehr wie ich auf die heutige Lektion. Es ist die einzige Lektion, in der ich von Ihnen allen gemischte Ergebnisse erwarte. Heute lernen wir ein Gerät kennen, das den Miguel einen Mixer nennen. Vorsicht beim Umgang mit Mixern, sie haben scharfe Zähne, man sollte nicht die Hand hineinstecken. Okay. Hab ich auch nicht gemacht. Muggel-Artefakte erzielen in einer Lockdown-Gasse immer ansehnliche Preise. Naja, das ist aber, da sind sie aber selbst schuld. Ich meine, an Muggel-Artefakte kommt man eigentlich relativ leicht dran. Diese Mixer würden mit ein paar Blumen darin bestimmt hübsch aussehen, oder nicht? Jo. Ein Mixer macht genau das, wonach er sich anhört. Er mixt Dinge. Also, wenn du jetzt Blumen reinstellst bei dir, kannst du die aufmischen. Vielleicht kann ich hinausschleichen, während Professor Sekondé seinen Vortrag hält. Diese kleinen Messer sind ziemlich scharf. Ich vermute, dass man mit diesen Knöpfen an der Seite die Messer bedient. Ich bin neugierig, was diese Linien an der Seite der Mixer bedeuten sollen. Zwischen Excellen und Pürieren ist da ein Unterschied gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss meine Hand wieder hineinstecken. Seien Sie vorsichtig, passen Sie gut auf und stecken Sie nicht die Hand da rein. Ja, konzentrieren. Danke, haben wir das auch geschafft. So, jetzt betrachten wir den Mixer. Ja, oh, ist ja nicht wunderschön. Kann mir jemand sagen, was man mit einem Mixer tun kann? Mixen? Ist nur eine Vermutung. Was sagt ein DJ zum Küchengerät? Ey, krasser Mix. Ja, klar, Tongs. Ich mag es, mit dir zusammenzuarbeiten, Cody. Du bist wirklich ein helles Köpfchen. Es sieht aus wie eine Art Krug. Also, nur um das mal so... Ja, im Muggelkunde erfahren wir jede Stunde eine Art Mini-Geheimnis. Muggel-Artefakte sind immer so mysteriös und unnötig kompliziert. Diese Mixer wurden bestimmt schon für alle möglichen gemeingefährlichen Taten eingesetzt. Der Mixer ist bei mir zu Hause, ein sehr beliebter Tanz. Was sagt dein DJ zum Küchengerät? Tongs, den hast du uns schon erzählt, den Gag. Was, versuch's nicht ein zweites Mal. So. Ja, warum geht's denn nicht weiter? Ja, jetzt geht's weiter, dankeschön. Achso, ja, genau. Ich meine natürlich, wie geht's weiter, Sekondé? Lassen Sie es uns ausprobieren. Was denken Sie? Habe ich es jetzt geschafft, einen Mixer zu bedienen? Wir werden es gleich sehen. Und? Funktioniert's denn? Ich will jetzt sehen, ob's funktioniert. Ey! Na gut, dann bringen wir uns jetzt mal Gegenstände ein. Bevor Sie es ausprobieren, sollten Sie sich mit der Funktionsweise der Knöpfe vertraut machen. Okay. Dieser Anblick gefällt mir überhaupt nicht. Wieso? Du solltest das auch kennen, als Muggelgeborener. Meine Mutter hatte einen Mixer, hat ihn aber nie verwendet. Achso, na gut. Ich frage mich, wofür ein Mixer wohl hauptsächlich verwendet wird. Was macht man mit einem Mixer? Dinge mixen, schätze ich. Dieser Artikel heißt Der Mixer, Entsafter zerkleinerer, Geschichte eines Smoothies. Der Smoothie. Diese Messe erinnern mich an die Zähne eines walisischen Grünlings. Wenn ich etwas mixen möchte, zerquetsche ich es einfach mit den Händen. Kinderleicht. Mixer sind einerseits... Was? Was sind Mixer? Ich weiß es nicht. Machen wir mal weiter. Also, lass uns ein paar Runden Karten spielen, solange sie Condé nicht herschaut. Ja, nee, ist klar. Spielen wir hier jetzt einfach mal eine Runde Memory. In Muggelkunde. Jetzt ist das auch ein Muggelspiel. Ja, ich weiß es nicht. Hab schon wieder alles vergessen. Hier, das war da auf jeden Fall. Der Besen, war der da unten? Nee, da war der Schnatz. Wo war der zweite Schnatz? Da war der zweite Schnatz. Da ist der Besen. Was haben wir hier? Der Drache, war der hier? Nee, war der hier? Nee, da war die Schlange. Da war der Drache. Ja, ich beeil mich, ja.
Die Sanduhr war da und dann... So, haben wir geschafft. Also eigentlich haben wir zu viel Zeit für so ein Memory. Selbst wenn man sich vorher das Bild nicht angeprägt hat, schafft man es doch rechtzeitig. So. Jetzt zerlegen wir mal den Mixer. Mal schauen. Achten Sie darauf, die Teile Ihres Mixers nicht zu vermischen. Mit den Teilen von einem Toaster zum Beispiel wäre unnötig. Kaum zu glauben, dass uns Professor Sikandir etwas mit so scharfen Messern in die Hand gibt. Wo gehört das hier jetzt nochmal hin? Eine Spülmaschine? Ach nee, Vorsicht, Cody! Was denn, Tulip? Ich kann mir diejenigen ansehen, die noch ganz sind und mich dann da noch in den Unguter drehen. Erinnert sich noch jemand daran, wie man das wieder zusammenbaut? Alle Teile funktionieren gemeinsam. Wie ein graziler Walzer. Der Schweif des Mixers ist wirklich ziemlich dünn im Vergleich zu seinem Körper. Vielleicht könnte man die Mehrzahl eines Mixers irgendwie in einem Duell einsetzen. Ich glaube, das wäre ziemlich gefährlich. Kaum zu glauben, dass uns ja das hatten wir schon. Und damit haben wir jetzt auch den Stern erledigt. So. Das lohnt sich ja gar nicht hier. Naja. Mal sehen, ob Sie sich noch daran erinnern, was wohin gehört. Ja, ich will es versuchen. Achso, ja gut, mit der Aufgabe geht das ja relativ easy. Einmal hier hochklicken, so, und dann bleiben da einfach mal kurz dort. Und dann haben wir auf diese Weise den Mixer hier zusammengesetzt. Ich will jetzt sehen, wie er zusammengesetzt ist. Hm. Hervorragend. Ja, das ging auch schnell. Super. Ja, machen wir weiter. Uns fehlt nur noch ein Sternchen. Was ist er denn? Der letzte Stern. Wir studieren jetzt nämlich noch die Artefakte. Ja. Sehen Sie sich diese Artefakte genau an. Ja, okay. Was haben wir hier denn? Muggel sind sehr erfinderisch, aber auch sehr eigenartig. Wenn ich Muggelgegenstände studiere, sinken sie meistens in meiner Wertschätzung. Ja. Hab schon. Heute habe ich gelernt, dass Muggel sehr seltsam sind. Ich frage mich, ob mir Professor Sikandir erlauben würde, einen Mixer in meinen Schlafsaal mitzunehmen, damit ich mir was zu trinken mischen kann. Schneid dir nicht in den Finger, Bailey. Wieso nicht? Was, warum diesen Mixer haben wir mehr Fragen als Antworten bekommen, wenn du mich fragst? Oh. Früher dachte man, der Mixer wäre eine Art Musikinstrument. Ein Mixer könnte hilfreich sein, um Zutaten für Tränke vorzubereiten. Können wir den Zaubertränke benutzen, den Mixer? Nein? Schade. Snape hat wahrscheinlich was dagegen. Achso, ich dachte, ich wäre fertig. Immer noch nicht. Jetzt aber auf jeden Fall. Ja, danke schön. So. Nachdem Sie sich mit diesen Artefakten vertraut gemacht haben, ist es an der Zeit, Ihr Wissen auf die Probe zu stellen. Ja, oh. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja. Er dreht sich ja tatsächlich. Jetzt muss ich was reintun, oder? Sekunde, leihen Sie mir mal Ihre Hand. So, dann. Einsammeln. Und ich habe den Mixer abgeschlossen. In der nächsten Folge erfahren wir, was längst überfällig ist, ob wir da Pins helfen dürfen, überfällige Bücher einzusammeln. Aber dann will ich jetzt nochmal schauen, ob ich hier wieder... Oh, ich darf hier erstmal noch ein blaues Buch erhalten. So, und dann will ich gucken, ob ich hier wieder so viel Glück habe wie beim letzten Mal. Wo sind sie denn? Da. Wo ich ja den Schrumpftrank freigeschaltet habe. Da will ich jetzt Felix... Oh, Felicis will ich haben. So, ja, dann... Wow, ich habe 107 von denen. Will mir ja gar keine Sorgen machen. Das brauche ich nicht. Brauche ich das? Nee. Und das? Könnte das sein? Nee, das ist es nicht. Sieht eher aus wie ein Joghurtbecher. Hier. Das ist er. Ja, das brauche ich aber. So. So. Das denn. So. Dann, was haben wir da? Das brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier noch? Nee, Bildstift brauche ich nicht. Und hier? Das brauche ich nicht. Da haben wir... Das ist der Beutel. Schwenkt den vollen Beutel. Ja, sehr schön. Das... Oh, das könnte dazu gehören. Ja. Das ist das. Da brauche ich nur noch die Schnecke und die kleine Fiole. Hier oben könnte noch was versteckt sein. Nee... Ja, ich meine, die Fiole kann natürlich überall sein. Hier unten könnte sie noch sein.
Da ist die Fiole. Da fehlt mir ja jetzt wirklich nur noch die Schnecke. Hier kann sie nicht sein, hier kann sie nicht sein. Wo kann sie denn noch sein? Also, hier könnte sie sein. Ja, da ist sie sogar. Ach, wir haben schon, ich hab's schon wieder geschafft. Was ist denn hier los? Hey, hey, hey. Warum, seit wann habe ich denn so ein Glück bei den komischen Zaubertränken hier? Vielleicht schaffe ich, ich habe jetzt noch so viel über. Wie lange gehen da noch? Noch 7 Stunden. Na gut, dann will ich jetzt erstmal Frühstückspause machen, dann mache ich die nächste. Und dann schaue ich mal, ob wenn ich Heiltränke gegen Funkel und Schlafmittel, das habe ich noch nie geschafft, dann könnte ich diesen Pullover bei Willi mit Stolz tragen. Jetzt sage ich ja erstmal Arrivederci, over and out.